Ja, den habe ich erwischt. Da oben ist auch einer. Jetzt, wie schnell kriegen wir den da oben? Aber den haben wir auch gekriegt. Charlie secured. Ganz toll. Hier müssen wir mal versuchen rumzukommen. Verdammt. Das waren so viele auf einmal. Zu viele auf einmal. Von Punkten her geht's eigentlich mittlerweile dadurch, dass wir die 500 Punkte für den C gekriegt haben, also für Charlie einnehmen. Aber jetzt gehen die da rechts alle durch. Auf einmal. Also da müssen wir jetzt irgendwas unternehmen. Das können die meisten von unserem Team jetzt natürlich nicht sehen, aber ich durch die Todeskamera oder wie das Teil auch immer heißt. Deswegen gehen wir jetzt mal hier oben hoch. Versuchen die Typen von oben zu erreichen. Jetzt natürlich ein Trick. Frage ist, wo sind die Typen hin? Weil eben waren hier definitiv welche. Da unten. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wo der ist. Securing Charlie. Genau. Ich hoffe, ihr habt den jetzt mal erledigt. Weil wenn wir Charlie verlieren, wird das doof. Gleich sind wir wieder in der tollen Position. Ja, ich würde auch mal hier lang gehen. Darauf hatte der anscheinend keine Lust. Securing Charlie. Den habe ich gut erwischt. Zumindest finde ich, dass ich den gut erwischt habe. Ah, da ist auch wieder einer mit Schutzschild. Muss irgendein Reckon mit Scan sein. Pass bloß auf, da ist noch einer.
Gehen wir mal lieber hier auf die linke Seite. Hier können sie ja auch gut durchkommen. Verdammt, da oben war auch noch einer. Losing Charlie. Losing Charlie. Ja, ja. Das wäre gut, wenn wir den Punkt jetzt halten. Richtig gut. Zumindest besser, als wenn wir den nicht halten würden. Sagen wir es mal so. Da unten war auch noch einer. Ja gut, da unten waren welche, das wusste ich, aber... Charlie lost. Das ist doof, dass wir den jetzt verloren haben. Security. Na gut, wir sind doch einer weniger. Ich hoffe, dass wir uns so lange halten können. Jetzt müssen wir auch länger laufen. Das ist noch beschissener. Ich hoffe, wir können jetzt noch schnell C zurückholen. Und dann B rushen. Also mit rushen meine ich, dass wir den ganz schnell einnehmen. Dann haben wir nämlich noch richtig viel Zeit, um Kills zu sammeln. Ich gehe hier mal durch. Losing Charlie. Ja Mensch, Leute, wir wissen es, dass ihr Munition verballern könnt. Ah. Ah, der hat auch die Waffe, die eine Stufe höher ist. Das ist schade. Schade, schade. Na gut, ich denke, wir werden jetzt mal selber... Nein, wir gehen jetzt... Die Frage ist, ob wir jetzt selber nach oben gehen sollten, weil... Naja gut, die Typen sind oben und wenn die von oben auf uns runterschießen, ist es natürlich für uns doof. Genauso gut können wir dann oben getroffen werden. Wahrscheinlich noch besser. Aber das Risiko gehen wir mal ein. Dann können wir uns eigentlich auch... Der Typ da oben ist weg. Charlie.
So. Autsch. Losing Charlie. Also wie der uns jetzt erledigen konnte, das will ich aber mal erfahren. Verdammt, verdammt, verdammt. Wir kriegen so wenig Punkte, da wir ständig den Kommandoposten hier verlieren. Mann. Losing Charlie. Wir müssen jetzt richtig schnell den Punkt zurücknehmen. Also dann haben wir nämlich vielleicht sogar, wenn wir Pech haben, verloren. Wir haben den Punkt zwar über die Zeit lang, glaube ich, mehr gehalten, aber am Ende ging der richtig schön zwischen den Teams hin und her. Zu spät. Ach, da war wieder einer. Den, da wusste ich zum Beispiel nicht, dass der da war. Ach, verdammt. Kriegen wir wenigstens eine Verlängerung? Warum nicht? Unglaublich. Also wir haben schon so oft erlebt, dass die Gegner dann eine verdammte Verlängerung gekriegt haben. Aber warum wir jetzt keine gekriegt haben, das geht mir jetzt ja ein bisschen auf die Nerven. Das finde ich jetzt doof. Jetzt gehen wir mal direkt nach oben. Ich wusste zumindest, wo der Typ liegt, aber das Problem ist, mit ihren Snipern warten die ja nur darauf, dass man den Kopf raussteckt. Vielleicht können wir ja mal versuchen, uns da durchzumogeln und da hochzukommen.